dice. Frostbite. Dolby Digital. Und damit hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht, hier bei meinem Let's Play Battlefield Bad Company 2. Mein Name ist Dashus und wir sind heute bei tgngames.de. Ja, und wir werden heute ein neues Let's Play starten. Ich hoffe, ihr seid dabei mit mir. Joa, fangen wir mal eine neue Kampagne an. Für mich ist das Spiel komplett blind, das muss ich als erstes mal anmerken. Ich habe es noch nie in der Kampagne gespielt. Nur den Multiplayer. Ja, und ich würde sagen, ab geht's. Einfach normal oder schwer. Wir starten mal auf Normal, weil ich denke, das sollte ich noch hinbekommen. So, dann wünsche ich euch allen viel Spaß und los geht's. Herbst 1944, Japanisches Meer. Kurz bevor die Atombombe den Zweiten Weltkrieg beendete, wurde eine kleine Gruppe US-Kommandos ausgeschickt, um einen japanischen Wissenschaftler mit kriegsentscheidenden Informationen zu retten. Am 6. Oktober um 0600 Uhr begann Operation Aurora. 20 Minuten später war sie beendet. Der Ausgang von Operation Aurora wurde der Öffentlichkeit vorenthalten. Alle Berichte wurden zerstört. Die Operation wurde zu einem Mythos. Das hier passierte wirklich an diesem Tag. Und ich bin gespannt, was jetzt kommt. Hey, du hast eine Stelle vergessen, Wyatt. Da ist es. Jetzt warten wir. Sarge, ist dieses Aurora-Dings wirklich hier? Behaupten Sie. Behaupten Sie, behaupten Sie. Was meinst du, McKee? Keine Ahnung, Faraday. Aber du wirst es mir gleich sagen. Ich sehe das mal so. Wir haben Atombomben, die Krauts V2s und die Opse haben sicher auch was. Wir sind wegen des Wissenschaftlers hier. Und mehr nicht. Hey, das Able Squad ist bereit, Sarge. Okay. Schmeiß den Motor an. Bring uns rein. Okay, anscheinend heißen wir Wyatt und das ist unser Squad. Und wir fahren jetzt in das Kriegsgebiet der Japaner, soweit ich das verstanden habe. Na gut, schauen wir mal, was uns erwartet. Scheiße! Verdammt! Der Able Squad! Stehen unter Beschuss! Fuck! Wir haben den Able Squad verloren! Oh oh! Runter hier! Ich muss an Land. Okay, der Able Squad wurde abgeschossen und wir sind die einzigen Überlebenden. Verdammt. Schnell, aus dem Wasser. Alles sauber. Jemand verletzt? Das Able Squad hat's nicht geschafft. Gut, dann hängt's von uns ab. Wieso hat's noch nicht angefangen, Sarge? Es hieß 0600. Auf die
Sekunde genau. Hat's geklappt? Mickey, wenn Sie das jetzt wegstecken, können Sie den Überläufer behalten. Dann mal los! Und so startet unser Abenteuer Battlefield Bad Company 2. So, sichere den Weg zum Treffpunkt und wir sind mit einem Messer bewaffnet. Und los geht's. Okay, zwei Stück. Wyatt, übernimm den da links. Stirb endlich, du Bastard! Gut, während unser Kollege zwei den hier... Weg. 1000 bleiben noch. Während unser Kollege den hier ertrunken hat, erzählt ihr euch mal, dass unsere Stealth-Attacke, also der Nahkampfangriff, liegt bei mir auf der Maustaste. Das dürfte bei euch, glaube ich, standardmäßig V sein. Bei mir ist aber mittleres, also Mausrad, meine ich. So, und da vorne haben wir noch einen Kollegen. Den werde ich aber ganz schnell los. Ah, nee, der ist bei uns. Ups, tut mir leid. Ja, Entschuldigung. Wie gesagt, ich habe die Kampagne noch nicht gespielt und so erhalten wir unsere erste Waffe. Rechte Maustaste ran, Zoom, linke Maustaste schießen. Ich spiele ja auf dem PC. Und verdammt! Alles explodiert! Gut, ich versuche mich zu beeilen. Wir gehen rum. Wyatt, übernimm die Gräben. Sollen jetzt nicht um die Kanonen kümmern, Sarge? Das gehört nicht zu unserer Mission, Faraday. Viel Glück, Wyatt. Gut, wir folgen mal Mickey. Los geht's. Gib mir Deckung. Ich geb dir Deckung. Wir müssen hier lang, bevor hier alles explodiert. Oh, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Gut, anscheinend haben wir noch unendlich Munition. Und das nutze ich doch mal aus. Oh, wir haben hier eine neue Waffe. Das ist eine Fall anscheinend. Also, die Waffe wird F-A-L geschrieben, die kenne ich. Ja, die ist Einzelschuss. Und ihr seht, so gut zielen kann ich auch nicht. So, und weiter geht's. Was kriegen wir hier? Na, egal. So, wir laufen jetzt erstmal weiter hinter Mickey. Warte auf mich. Wo sind die Gegner? Bam, los. Okay, hier lang. Noch ist Zeit. Ja, noch ist Zeit. Also, wir müssen erstmal aus diesem Kriegsgefilde hier rauskommen. Aber ob wir das schaffen werden, ist noch fraglich. Ich höre hier die ganze Zeit Flieger über mir rumsausen. Ey, das gibt es doch gar nicht. Wir müssen hier unbedingt weg, Leute. Na, wo sind die anderen? Da hoch. Hoch da, hoch da, hoch da. Los, Mickey. Beeilt euch. Hoch da, hoch da, hoch da. Also, ihr könnt mir glauben, Leute, ich will jetzt hier nur noch weg. Totales Kriegsensemble ist das hier. Oder wie soll man das sagen? Kriegsumgebung. Es ist total heftig gerade. So, und ich würde sagen, weiter geht's. Hier erstmal mit unserem Kollegen der Bad Company. Darunter, über das Feld. Okay. Los. Ganz langsam Minen. Über das Feld. Gut aufpassen. Scheiße. Aber ich kann keine Minen sehen. Okay, ich bleib jetzt erstmal geduckt. Leute. Stopp. Runter. Runter. Wieso? Nein, ich höre. Keine Bewegung. Verdammt! Was passiert hier? Macht sie kalt. Oh oh. Gut, die Panzer sind zerstört. Okay, und ab jetzt können wir auch sprinten. Sehr gut. Jemand scheint auf uns aufzupassen. Lasst uns den Kerl finden. Ihr müsst wissen, das ganze Territorium
bei Battlefield ist immer groß. Das heißt, wir können diese Sprintfähigkeit, also wir können praktisch durchgehend sprinten, weil es einfach vonnöten ist. So, und da vorne ist unser Ziel. Ich schau mal, ob da Gegner sind. Anscheinend nicht. Okay. Los, weiter, Leute. Über die Brücke. Weiter geht's. Verpfiffen hast. Oh oh. Verdammt. Schwarze Waffe.